So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Shadow of Mordor. Wir machen es mit den Zwergen jetzt. Das Viech lassen wir mal gehen. What the fuck, Alter. Hat echt Probleme. So, irgendwas musste ich mal kurz gucken, weil ich glaube, wie gesagt, Flaps spinnt da ein bisschen, wenn man... Wenn man... V-Sync einschaltet. Ich sehe aber eh aus. Okay, gut, dann keine Ahnung, was das ist. Weil dann auf uns droppt einfach die Framerate runter. Tormi wird dich noch viel mehr Bestien beibringen, bevor du bereit bist, dich den großen weißen Grog zu stellen. Okay, gut. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Was für ein Name, also ein Ding glänzt. Im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher. Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Oh. Der mächtige Krog hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Tja, teilt nicht gern. Dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Okay. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krebein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Graug? Du willst Graugs jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Den einen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Alles klar. Jungchen, hast du je einen Graug erlegt? Nee. Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Graug zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Junge, ist das ziemlich richtig. Wenn er an einem Uruk naht, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Graugs nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graugferse genannt. Alles klar. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. So, wie ihr merkt, ich hau da einfach die Episode da raus, also ich mach das jetzt nicht irgendwie, dass ich die schneide oder so etwas. Das ein prächtiges Ende findet. Dies fügt den auch massiven Schaden zum Lock Cargo an. Er darf mich natürlich nicht sehen, das ist das Problem. Dein Tod wurde gerecht. Irgendwer hat mir gerade meinen Tod gerecht. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Wir haben ein Problem. Das wird vielleicht ein Ritt. Besteige in einen Cargo. Los hier! Weg! Ja, Junge, durch seinen Magen durch. Das klingt recht einfach. Ich bin da schon oben. Hey du! Ich habe schon größere Graugs erlebt. Da war ich noch ein Junge! Mein Partner. Schieß ihm in den Kopf! Boah, Junge. Ich habe ihm in den Hals geschossen. Das gibt's doch nicht, Alter. In den Kopf rein.
Okay, und jetzt? Übertriebene Slow Motion. Alles klar, er ist jetzt betäubt. Und was jetzt? Soll ich jetzt auf ihn zureiten und ihm die schlagen oder so ist es? Ja, und was jetzt? Ich versteh's nicht. Betäube den Grog. Ja, ist er jetzt nicht betäubt oder was? Ja, jetzt macht das. Was ist Schritt 4? Es gibt keinen Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Beim Beton aufzusteigen. Was ist jetzt? Alter. Laut können Ferner in der Umgebung angreifen. Sie können aus dem Ux greifen und essen, um Gesundheit wieder zu erinnern. Abgebissen. Junge, das Blut hier unten, ne, häuft sich oder so, das Flammen, so, keine Ahnung, was das ist. Was mein? Hauptmann. Also die sollten doch eigentlich voll brutal wegfliegen. Ja. Los! Hau drauf! Dein Leben endet durch den Stich meiner Klinge. Erstmal lasse ich ihn noch ein bisschen auf. Und dann rein die Tötung. Einen Graug zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt. Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Sehr schön. Die Finsternis Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neuen Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Alles klar. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Nice. Na gut. Das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten, wenn wir den großen weißen Grog jagen. Servus.